Heute zeige ich euch, wie ihr unendlich Shiny-Pokémon aus Bäumen, Felsen und Kisten unendlich farmen könnt. Kiste sehr, sehr auffällig, ist da wahrscheinlich ein Pokémon drin. Betreten wir ein Gebiet, wird vorher festgesetzt, was für Pokémon da spawnen, mit welchen Stats, sowie ob sie Shiny sind oder nicht. Natürlich werden dann auch die Pokémon in den Felsen und so weiter auch festgesetzt. Finden wir also zum Beispiel so einen Shiny Gearock in einer Kiste, können wir es erstmal fangen. Dann müssen wir in eine Höhle gehen. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Höhle im gleichen Gebiet ist. Verlassen wir nämlich das Gebiet und gehen wieder in das Gebiet rein, werden die ganzen Pokémon neu resettet. Und das Shiny-Pokémon ist weg. Dabei können wir in die Höhlen von Selfe, Vesprit, Tobots, die bizarre Höhle sowie die Meeresgrotte. Jetzt müsst ihr diese Höhle im gleichen Gebiet betreten und für 30 Minuten drinne warten. Jetzt können wir wieder zurück und können das Pokémon nochmal fangen. Und voila, das Shiny Gearock ist nochmal in der Kiste. Wobei ihr hier seht, dass diese Pokémon genau gleich sind, weil wir das Gebiet nicht verlassen haben. Und dann halt eben nicht die Pokémon resettet werden.